Wenn man mit dem Wasser arbeitet, dann geht alles mega gut. Man fliegt wie auf dem Wasser. Und wenn man gegen das Wasser schafft, dann hat man keine Chance. Man muss extrem schnell reagieren auf verschiedene Situationen, weil es läuft nie, wie man es geplant hat. Es geht immer anders. Das, was am wichtigsten ist, ist die Liebe zum Sport. Wenn man das macht, was man liebt, wenn man das jeden Tag macht, dann ist man auch gut drin. Das konnte ich wegen meiner Verletzung im Beinbruch nur eine halbe Saison machen. Und das einzige wichtige Rennen war die Junioren-Weltmeisterschaft in Ivrea. Und dort habe ich eine Bronzemedaille geholt. Die Unterstützung von der Sporthilfe bedeutet für mich natürlich erstens finanziell eine grosse Erleichterung, aber auch, dass jemand an mich glaubt. Das ist halt schon schön als Athlet. Die Nomination für den Sporthilfe-Nachwuchspreis ist eine grosse Ehre für mich und auch eine Bestätigung, dass das, was ich mache, anerkannt und ja, auch belohnt wird.